Die PlayStation 5 ist immer noch restlos ausverkauft. Allerdings kommt jetzt bereits schon die erste gemoddete Konsole von einem Hersteller auf den Markt. Was es damit auf sich hat und wie man die Konsole bekommt, erfährst du natürlich wie immer bei deinem Swishy. Lass an der Stelle ein Abo da, um keine Gaming-News, Tests zu aktuellen Spielen und vieles weiteres mehr zu verpassen. Weiterhin freue ich mich über deinen Daumen nach oben auf dem Video. Wie bereits vielleicht schon einigen bekannt, erscheint eine neue PlayStation 5 im PS2-Design, eben im Retro-Design. Sie ist in schwarz gehalten und hat halt eben diesen typischen Retro-Look. Es ist eben alles etwas mehr an die PS2 angelehnt, gepaart mit der Optik der PS5. Mir gefällt das Ganze jedenfalls sehr gut, da es noch aktuell aussieht, aber auch diesen Retro-Hauch hat. Die Frage für viele ist erstmal, was bedeutet in diesem Fall überhaupt gemoddet? Viele denken jetzt vielleicht an illegale Mods, um zum Beispiel Raubkopien laufen zu lassen oder vielleicht sogar einen Kopierschutz umgehen. Der liegt aber hier an der Stelle falsch. Es ist eben nur eine erweiterte Form des Case-Moddings und die Konsole ist natürlich auch legal nutzbar und es wird natürlich hier auch nichts Illegales verwendet. Kann ich die PS5 Retro Edition einfach kaufen bzw. vorbestellen? In der Theorie ja, in der Praxis vermutlich eher nicht. Die PS5 Retro Edition kommt nicht von Sony selber, sondern von einem Hersteller namens Supers. Das Ganze ist ein bisschen mit Leadspeak geschrieben, deswegen ist hier die Aussprache für mich nicht ganz klar. Klar ist auf jeden Fall, man will knapp 300 Exemplare der Konsole anbieten, was nicht gerade viel ist. Und eine schwarze PS5 ist seit Release schon sehr gefragt. Viele wünschten sie sich sogar eher in schwarz als in weiß bzw. in diesem gräulichen, wie sie offiziell erschienen ist. Angeboten wird jedenfalls die Sonderedition bei Supers oder bei Super 5 zum Preis von 649 US-Dollar und der Controller separat für 99 US-Dollar. Wenn man das Ganze überschlägt, kostet also die Konsole mit dem Retro-Controller knapp 749 US-Dollar. Der eben genannte Verkäufer bietet natürlich auch einen internationalen Versand nach Deutschland an, allerdings kann ich nicht die Sicherheit der Seite garantieren. Damit ist mit der Bestellung ein höheres Risiko verknüpft als zum Beispiel natürlich bei einer Bestellung beim Mediamarkt oder Co. in Deutschland. Insgesamt ist der Deal auf jeden Fall preislich in Ordnung, die Konsole sieht sehr gut aus, die Herstellergarantie verfällt nicht, da es nur Case-Modding ist. Und das finde ich besonders wichtig, wenn man sich gerade die Probleme der PlayStation 5 anschaut. Beim Controller sieht das natürlich ein bisschen anders aus, der Controller wurde geöffnet und daher verfällt die Garantie für den Controller definitiv. Nochmal zusammengefasst, die Konsole hat volle Herstellergarantie und der Controller eben gar keine Garantie. Für diejenigen, die an der PS5-Edition interessiert sind, befindet sich ein Link in der Beschreibung, der natürlich unbezahlt ist, nur für euch als Informationsquelle dient. Was sagst du dazu? Gefällt dir die PS5 in schwarz und im Retro-Look und überlegst du dir zuzuschlagen? Schreib es in die Kommentare, die ich natürlich wie immer alle beantworten werde. Viel Spaß beim Zocken, wünsche dir dein Swishy.